are sharp and shiny. Helmut Zerlett. And the Molotov cocktails. Vielen Dank, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Neue Woche. Vielen Dank. Hier. Vielen Dank. Es ging ja dann doch schneller als erwartet, oder? Bobs, Babs und Boris geschieden innerhalb von 25 Minuten. Das heißt, die Ehe ist vorbei, Boris ist geschieden oder wie Franz Beckenbauer sagt, es free and easy. 25 Minuten. An dieser Stelle, meine sehr verehrten Damen zu Hause, auch Monsieur Antoine ist nach wie vor Single. Unser Mann am Schlagzeug, Monsieur Antoine Single. Seit vielen Monaten sucht er nach einer festen Beziehung. Heirat eigentlich nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern ein tiefer Wunsch von ihm, aber noch immer Single. Bitte, wenn Sie interessiert. Nach 25 Minuten war alles aus und vorbei. Bei Boris. Noch schneller ist er normalerweise nur in der Wäschekammer. Barbara, die ehemalige Gattin, bekam 30 Millionen Mark Abfindung. 30 Millionen, damit Sie eine Vorstellung haben. Das heißt, für Babs, das sind ungefähr 30.000 Paar Schuhe. 30 Millionen. Und früher, man hat das jetzt leider lesen müssen, man wollte es ja gar nicht, man hat zwangsweise lesen müssen, ja. Barbara litt während der Ehe drunter, dass alle immer sagen, aha, Babs, ach, die Frau von Boris. Damit ist jetzt Schluss. Jetzt heißt es, ach, Babs, die Frau mit dem Geld von Boris. Ja. Und viele. Und viele Deutsche fragen sich jetzt zurecht, sag mal, ich muss wohl so bekannt sein wie Boris, um in 25 Minuten meine Alte loszuwerden, oder? Sie wissen, letztes Jahr hat man uns betrogen. Sabine Christiansen hat uns diesen Preis gestohlen. Nein! Letztes Jahr war gar nicht Sabine Christiansen. Letztes Jahr war es der Chefredakteur des ZDF, Klaus Presser. Ja, er war es. Aber in diesem Jahr wird gepunktet und davon kommt heute noch mehr. Wir haben zwei großartige Kolleginnen zu Gast, meine Damen und Herren, die das Erfolg. Ja, vielen Dank. Das erfolgreichste Kabarett-Duo bilden. Sie sind mit neuem Programm auf Tournee und das Programm heißt Jetzt mit noch mehr Männer. Heute Abend bei uns die Misfits. Helmut Zerlett. Das sage ich nochmal für alle Fans von Dr. Brömme. Dr. Brömme war in Berlin und wurde dort im Kanzleramt und in der CDU-Zentrale mit offenen Armen empfangen. Auch das heute Abend für alle Fans. Und viele sind natürlich auch irritiert mit diesen Schlagzeilen BSE. Gestern mussten wir lesen, jetzt auch in Milch. Mir ist es wurscht, weil ich trinke keine Kuhmilch, sondern Haarmilch. Meine Milch kommt vom Haar. Und Sie haben es gehört, ja, es sollen jetzt auch bei der Bundeswehr alte Rindfleischbestände vernichtet werden. Das finde ich okay, das kann man ruhig machen. Weg mit dem alten Fleisch, denn zu Januar gab es ja genügend Frischfleisch. Und jetzt kommt auch das, gibt es Gott sei Dank, und wir sorgen hier an dieser Stelle dafür, dass es davon nicht zu knapp gibt, eine süße Meldung mit Tieren, die nichts mit BSE zu tun hat. Stellen Sie vor, in einem Schweizer Flugzeug musste der Flug verzögert werden um 24 Stunden, weil, was hat man gefunden? Eine süße kleine Maus. Und diese Mäuse können ja alles annagen. Kabel und so weiter. Und da können schlimme Dinge passieren. Man hat die Maus gefunden, hat sie nach draußen gebracht, nach Hause, ein Psychologe betreut sie jetzt und so weiter.
Und ja, und der Pilot hat gesagt, sag mir bitte, seht ihr auch eine Maus oder bin ich schon wieder dicht? Weiße, kleine, weiße Maus. Moment. Ich sag das mehr informativ. Ja? So eine Maus könnte ja auch positiv sein, oder? Wenn sie durch die Gänge huscht und die Passagiere schützt vor Thrombose. Unsere Freunde der holländischen Produktionsfirma Endemol haben sich etwas Tolles Neues ausgedacht. Demnächst soll eine Samenspender-Show kommen. Wirklich wahr, wird jetzt geplant. Und zwar, Frauen um die 40 sollen im Studio sitzen und sollen sich unter Samenspendern auswählen und sagen, ja, ja, den nicht. Das heißt, ja, 30 Väter, muss man sagen, stehen zur Auswahl. Ja? 30 Väter und das Kind soll dann natürlich, nein, nicht im Fernsehen, da gibt es natürlich Grenzen, gezeugt werden, aber später dann im Fernsehen vorgestellt, das ist das Kind, das damals aus der Samenspender-Show hervorging. Und in der ersten Folge werden überhaupt keine Männer benutzt als Samenspender, sondern mit einfach das Betttuch von Big Brother Karim. Haben wir noch. Ich bekomme sehr viel Post von Frauen. Vielen Dank. Und auch dieser Brief erreichte mich. Und zwar, sehr geehrter Herr Schmidt, mein Mann wird sehr oft auf die Ähnlichkeit mit Ihnen angesprochen. Ob auf der AIDA im Mittelmeer, an der Bar im Go-Kärtchen in Kampen oder im Robinson-Club auf Fuerteventura. Immer wieder kommen Leute, die ihm sagen, wie ähnlich er ihn sieht. Nun heißt mein Mann ausgerechnet auch noch Harald, ist zwar etliche Jahre älter als Sie, auch nicht im Showgeschäft tätig, sondern Frauenarzt. Aber ein großer Fan ihrer Sendung. Unserem Sohn ist gelungen, Karten für ihre Show am Dienstag, 16. Januar, ist heute, zu bekommen. Wir wollen meinen Mann zu Weihnachten damit überraschen. Frau Koch-Schulte. Und heute Abend hier Frau Koch-Schulte und Herr Koch-Schulte. Das ist Ihr Mann? Ja. Tatsächlich! Ja, ist das denn die Möglichkeit? Kommt doch einmal hier vor, bitte. Bravo. Grüß Sie. Kommt einmal vor. Stellen wir uns einmal nebeneinander. Ja. Und es ist wirklich für mich auch ungewöhnt, mal in den Spiegel zu schauen. Ja, finde ich. Oder? Empfinden Sie das als Belästigung, wenn Sie mit mir verwechselt werden? In Sylt nicht, nein. In Sylt nicht, warum? War ich prominent gewesen dann, den Abend. Ach so, wirklich wahr. Wer hat Sie da angesprochen? Frauen oder? Jüngere und ältere Damen. Aha. Ja, ja. Und Sie, das ist dieser Schmidt oder nett angesprochen? Ganz nett, ganz ja. Nett. Und ich sollte Werbung doch machen. Wirklich wahr? Mit Ihrem Namen. Ach so, verstehe. Aber das können Sie nicht, weil Sie einen seriösen Beruf, Frauenarzt, genau. Gynäkologe. Ja, ja. Ähnlichkeiten kann man da keine sehen zu meinem Job. Ne? Aber es ist natürlich auch Sie sind davon abhängig, dass Ihnen Menschen oder vor allem Frauen natürlich vertrauen. So ist es, ja. Das richtig. Bin ich ja auch. Ja. Sie arbeiten noch regelmäßig in der Praxis? Noch regelmäßig, ja. Jawohl. Wie lange noch? Ich denke noch 2 Jahre etwa. Ja, also haben Sie, sagt man da irgendwas, als Frauenarzt, da gibt es nicht Hals- und Beinbruch oder sowas. Nein, alles gut. Nein, nein sowas nein. Nicht. Nein, nein. Toi, 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 sag ja, ich dann. Dankeschön. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja, und muss ich ehrlich sagen, ein tolles Gefühl für mich. Ja. Ich finde, Sie sehen mir ähnlicher als ich mir selbst. Nur? Ich bin etwas älter wie Sie. Ja, aber das ist ja das Bittere für mich. Aber ich meine, ja. 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 Schönen Dank. Alles Gute weiterhin. Und Dankeschön. Ja. Herr Dr. Schulte-Koch. Wie viel sind Sie älter? 61. Das heißt, Sie sind 18 Jahre älter und sehen 10 Jahre jünger aus, muss ich wirklich sagen. Sie könnten mein Sohn sein. Ja. Naja, wäre ein bisschen früh losgegangen, oder? Ja. Als Frauenarzt hat man da Mittel und Wege. Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt aber geht es weiter. Knallharte Politshow. Unsere Kollegin Sabine Christiansen. Hallo und herzlich willkommen zu Sabine Christiansen. Origami, heute mein Thema. Moment mal, eine Frage an die Regie. Haben wir nichts Besseres? Nee. Also, wie gesagt, mein Thema heute Origami. Die Kunst des Papierfaltens. Mein erster Gast hat aus seinem Gesetzentwurf
zum Thema Kampfhunde etwas Nettes gebastelt. Herzlich willkommen, Bundesinnenminister Udo Schily. Mein zweiter Gast wurde Opfer deutscher Beamten, die aus Abschiebeformularen lustige Origami-Figuren basteln. Herzlich willkommen, der Iraner Frufru Frindulu. Mein nächster Gast hält Origami für ein Gewürz, das auf die Pizza kommt. Herzlich willkommen, Walter Riester. Und zum Schluss noch unsere Bildungsministerin, die das Butterbrotpapier in den Schulen streichen möchte. Herzlich willkommen, Edelgard Bullmann. So, Herr Riester, das, was auf die Pizza kommt, nennt man Oregano und nicht Origami. Schauen Sie mal, was ich aus meinem Moderationskärtchen gemacht habe, eine Flasche Bier. Für mich ist das eine Flasche Schnaps. Ich weigere mich, mit Herrn Riester zu diskutieren. So wird das nichts. Für heute reicht's. Vielleicht bis nächste Woche. Bis dahin alles Gute, Ihre Sabine Christiansen. Misfits heute Abend. Bei uns sogar das neue Platte. Neues Programm. Und warst du heute in unserer Kantine Mittagessen? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Der Nachtisch ist immer so lecker. Ich habe so zugenommen vor Weihnachten. Und du hast zugenommen? Ja. Wie viel? 3-4 Kilo. 3 und 4 Kilo? Nur vom Nachtisch? Ja. Ja, ja, aber isst doch mal vorher auch das Essen. Und ich habe heute etwas festgestellt, und zwar, es gab heute, das ist nur ganz kurz, wir kommen gleich zu wichtigen politischen Themen, ich muss es Ihnen sagen, es gab heute bei uns Königsberger Klopse und alternativ, ich weiß nicht, bengalischer Feuerzauber oder so ähnlich, Currywurst. Und ich war einer der wenigen, die Königsberger Klopse gegessen haben. Warum? BSE-Angst, auch bei uns im Team. Auch unser Team hängt am Leben. Ja, klar. Gut für mich zu wissen. Und das Interessante für mich war, vor allem die Raucher bei uns im Team sind sehr, sehr, sehr kritisch, was BSE angeht. Jeder kam und sagt, oh, du isst Klöpse? Boah, Oh, echt? Also das heißt, Raucher scheinen irgendwie ein erhöhtes Bewusstsein dafür zu haben, wo die wirklichen Gefahren zu lauern. Ja? Toll. Tolle Sache. Wo genau liegen jetzt nochmal die Karpaten? Sag es mir bitte. Die liegen in Südosteuropa. Ja, die Karpaten, Sie kennen es zu Hause. Aber Sie haben heute sicher auch diesen Artikel gelesen von Professor Stefan Tröbst in der FAZ über Russinen, Lemken, Huzulen und andere. Hier, ich zeige Ihnen das gerade mal, falls Ihnen das nicht mehr einfällt. Hier, Russinen, Lemken, Huzulen und andere. Und Professor Tröbst ist Spezialist für Kulturstudien Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig. Und zwar, es gibt einen Kulturraum, wir alle kennen doch ständig von Eifel. Und wir fahren nach Fuerteventura in den Robinson Club, wie Herr Dr. Koch-Schulte. Koch-Schulte. Und wird dort verwechselt. Aber wenn ich zum Beispiel in die Karpaten mal fahren würde, da kennt ihn keiner, weil mich kennt auch dort keiner. Und die Karpaten, das ist die kommende Generation. Das ist die Pfannecke Europas. Wir haben hier eine Karte für Sie. Schauen Sie mal, das sind die Karpaten. Und man weiß ja eigentlich nicht, es gibt ja Westkarpaten, eher im Westen. Ja? Dann die Waldkarpaten, eher im Nordosten. Anschließend an Südostpolen, dann geht es runter die Ostkarpaten. Dann haben Sie Republik Moldawien, das kennen Sie, wenn Sie 60 München-Fans sind von den UEFA-Cup-Spielen und so weiter. Dann haben Sie unten die Südkarpaten mit Siebenbürgen. Das verwechseln viele hier im Raum mit dem Siebengebirge. Ja? Das Siebengebirge bei Bonn und Siebenbürgen, Transsilvanien in den Südkarpaten. Und dann haben Sie angrenzend die Republik Jugoslawien und Ungarn und die Slowakei, wo wir immer sagen, verwechseln Sie bitte die Slowakei nicht mit Slowenien. Und niemand hat die Karpaten bisher zur Kenntnis genommen. Völlig falsch. Es ist das europäische Gebiet der Zukunft. Warum? Weil es da kriseln könnte, wenn die EU-Osterweiterung kommt. Genau, dann sind nämlich Polen, Ungarn und die Slowakei. Die Slowakei. Eventuell auch Rumänien. Eventuell auch Rumänien. EU. Ja. Das heißt, Grenzen auf, Preise runter. Euro rein. Euro rein und willkommen im Club. Genau.
So. Ukraine muss draußen bleiben. Ja, muss, muss, muss. Die wollen ja auch im Grunde zu uns. Aber und da ist sozusagen das ethnische Gemisch dermaßen hoch, dass es viele gar nicht gewusst haben. Sie wissen, wenn es um Ethnien geht, um einzelne Völker, Stämme, und seien es auch nur 4 oder 5 Mitglieder, dann sind wir hier in der Show besonders präzise. Dort in den Karpaten leben Polen, Slowaken, Ungarn, Ukrainer. Gut, das ist jetzt auch so in Bielefeld, aber ja, das ist natürlich hier. Es geht weiter. Es geht weiter. Rumänen, Deutsche, Juden, Armenier, Russinen, Lemken, Huzulen. Und ich habe erst so mit Russinnen und anderen, okay, Russinnen, aber es sind Russinen, das ist ein Volksstamm. Die Russinen. Was weiß man über diese Russinen? Ich nicht viel, aber du Sie hast also, dich doch schlau gemacht. Sie haben sehr zugenommen über Weihnachten zum einen. Ja? Und wir haben jetzt hier nachgeschaut, die Russinen, wo habe ich es denn? Achso, ich habe nur eine Seite. Die Russinen, ein ukrainischer Volksstamm in Serbien, in der Vojvodina und Kroatien, vor allem Slawonien. 30.000 Angehörige und der Hauptort ist Ruski Grstur in der Batschka. Ich kenne Leute aus der Batschka. In Nürtingen haben auch Leute aus der Batschka gewohnt, als Spätfolge des Zweiten Weltkriegs, dann aus der Batschka nach Nürtingen gezogen, kann man nicht sagen, aber kam halt dahin. Und Ruski Gzdur in der Batschka. Und diese Russinen sind nur 30.000 Leute, aber sind kulturell wahnsinnig engagiert, weil das wissen ja die allerwenigsten. Es kommen ja unglaubliche Kulturträger aus diesem bisher unbekannten Gebiet. Zum Beispiel ein Mann wie... Tiriak? Jan Tiriak. Haben wir mal ein Foto von Jan Tiriak? Nein, das ist Tiriak. Jan Tiriak, der Ehemann, der Ex-Berater von Boris. Das ist Jan genau. Tiriak. Kommt aus? Den Karpaten. Aus den Karpaten. Aber er kommt, glaube ich, aus Transsilvanien. Ja, genau. Stimmt. Ja, ja. Aus den Südkarpaten. Und Dracula kommt auch aus den Karpaten. Das wissen Sie. Graf Dracula. Können wir das Foto von Graf Dracula noch mal sehen? Ein altes Film. Aus welchem Film? Nosferatu von Murnau. Von Murnau damals. Dann Peter Maffay kommt nicht direkt aus Transsilvanien, kommt aus Siebenbürgen. Und in Siebenbürgen lebt welcher Volksstamm? Die Donauschwaben. Ja, genau. Die Donauschwaben. Haben wir mal ein Foto von den Donauschwaben? Das ist ein Teil der Donauschwaben. Die Donauschwaben leben dort auch schon seit Hunderten von Jahren, sind dann später auch wieder weg. Mhm. Und sind noch welche da? Von den Donauschwaben? Ja. Da? Ich glaube nicht. Keine? Nee. Es kann nicht sein, dass sie alle weg sind. Ja, die sind alle, doch. Ja, ein Teil muss ja noch da sein. Meinst du? Ruf mal an. Und, und jetzt ist Folgendes. Sie kommen nie drauf, wenn ich Ihnen sage, meine Damen und Herren, es gibt Neues vom Protokarpaten, wer das ist. Man sagt das doch so, das sind so Umschreibungen, wie zum Beispiel, was weiß ich, die Domstadt Köln, ja, oder die Schickimicki-Metropole am Rhein, Düsseldorf, oder so Umschreibungen, dass man nicht immer sagen muss, Düsseldorf und so. Gibt eigentlich im Aufzug ab, im Aufsatz Abzug, wenn man sowas macht, ja, aber man sagt es halt. Oder zum Beispiel, die pulsierende Hansestadt ist Hamburg. Ja. Die lebensfrohe bayerische Metropole ist München. Das verschneichte Kaff am Rande der Schwäbischen Alb ist Nottingen. Stuttgart! Ja, so. Und wer ist der Protokarpate? Wer ist der Protokarpate und Urrussine? Herr Jauch. Der Protokarpate und Urrussine ist Andy Warhol. Er hier. Ja, schauen Sie, ein Leben lang Sport getrieben, nie geraucht. Ja. Auch keine Königsberger Doppel. Andy Warhol. Und das heißt, die Eltern, Andy Warhol hieß, glaube ich, ursprünglich Andy Warholinski. Ja, Andreas Warholinski. Und die Eltern sind ausgewandert aus Mikova, Ostslowaken. Mikova ausgewandert nach, wohin in den USA? Pittsburgh, PA. Mit der kleinen Andy. Und die Mama sagte abends, Andy, wo gehst du hin? Und er sagt, Mama, ich gehe raus, Kunst machen. Und er wurde weltberühmt. Und schauen Sie zum Beispiel das hier. Weltberühmt von Andy Warhol. Die bunten Büchsen.
Ja, Campbells Tomatensuppe. Und hier steht in diesem Artikel, und das ist der Wahnsinn, er hätte diese Farben gar nicht gehabt. Er hätte gar nicht gewusst, wie überhaupt so ein Rot geht, wenn er nicht aus der alten Heimat die schönen alten Kostüme und Stickereien vor Augen gehabt hätte. Und vergleichen Sie selbst, das ist das Rot von der Suppe und das sind alte Trachten. Und daher hat Andy Warhol seine ganze Inspiration geholt. Wir haben noch ein berühmtes Bild von ihm, nämlich Marilyn Monroe. Hier. Und die Idee dazu kam, als er ein Foto von Tante Babushka gesehen hat. Hier, dasselbe Rot, hinten dasselbe Blau in der Stickerei und irgendwo, sagen wir auch derselbe Typ. Ja? Und das hat niemand gewusst. Andy Warhol, der Proto-Karpate aus den Karpaten. Passt doch ein bisschen auf, wenn ich hier mal was erkläre. Was hast du denn schon wieder für Zettel jetzt rumgezeigt? Der Brömme ist, den sollten wir jetzt machen. Ja, wir müssen jetzt Dr. Brömme machen. Aber genau. Ich habe doch noch dieses Buch hier von dieser Frau aus Ljubljana in Slowenien, die mir das geschickt hat. Das machen wir demnächst. Machen wir das morgen. Ja. Ich sage aber schon mal, weil sie schaut jeden Abend, sie ist 75 Jahre und Pianistin. Und was ich ganz toll finde, ist, dass ihr jetzt bei diesem Brief hier nicht die Adresse weggestrichen habt, sondern den Namen. Ja, aber... Hast du den Original? Dann liest man den letzten Absatz. Ja, wie denn euren letzten Absatz? Da steht, dass sie nicht will, dass ihr Name genannt wird. Da steht überhaupt nicht. Was steht denn da? Ach so, ich grüße Sie recht herzlich und bitte meinen Schreib- und Grammatikfehler zu verteilen. Sie schreiben tolle Mangel und meinen Namen in der Sendung nicht erwähnen. Ach so, ja. Siehst du, ich sollte doch mal Briefe zu Ende lesen. Ja. So, Entschuldigung, mein Fehler. Und diese Frau schaut uns jeden Abend in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, im Gegensatz zur Hauptstadt der Slowakei, die wie heißt? Slowakei, Bratislava, Slowenien, Ljubljana. Ljubljana. Aber jetzt, meine Damen und Herren, aus den Karpaten zurück in die finsteren Wälder der deutschen Politik. Und zwar, unser Abgeordneter Dr. Udo Brömme war in Berlin, um dort zu sagen, wie sieht's aus? Braucht der Kanzler Hilfe? BSE, Kuhstall, Gesundheitsreform, wo kann ich helfen? Und selten ist ein Landespolitiker mit so offenen Armen empfangen worden wie Dr. Udo Brömme in Berlin. Es ist schlecht um Deutschland bestellt. Unsere Rinder verfallen dem Wahnsinn, unsere Minister werfen reihenweise die Flinte ins Korn, unser Boris will nicht mehr mit unserer Babs, unser Joschka war ein Prügelbold und die Ossis wollen immer noch zu uns gehören. Kurzum, unser Vaterland steckt in einer echt üblen Krise. Und die Nation weiß, jetzt kann nur noch einer helfen. Dr. Udo Brömme, rühriger Krisenspezialist aus dem Düsseldorfer Landtag und politisches Sonderass von Weltklasseformat. Sofort macht er sich auf den Weg in die deutsche Hauptstadt, um die Dinge im Interesse der rechtschaffenden Bundesbürger wieder ins Lot zu bringen. Sein erstes Ziel, der Deutsche Bundestag. Brömme akzeptiert die demokratischen Spielregeln und er weiß, wenn man sich Gehör verschaffen will, dann ist der Reichstag genau der richtige Ort. Morgen. Reinkommen, Hallo sagen und neue Freunde finden. So einer wie Dr. Brömme braucht keinen schnöden Abgeordnetenausweis, um in deutschen Parlamenten mal nach dem Rechten zu sehen. Umso erschreckender dann dies. Brömme vor dem verschlossenen Plenarsaal des Bundestages. Ein Skandal erster Güte. Zu Recht ist der Spitzenpolitiker verärgert. Doch gut, dass ein jeder weiß, einen Dr. Brömme lässt man nicht lange vor verschlossenen Türen stehen. Schönen guten Morgen. Mein Name ist Dr. Udo Brömme. Ich komme aus Düsseldorf und bin jetzt hier. Ich bin gerufen worden. Es geht darum, dass ich hier mal ein bisschen nach dem Rechten sehe. Jetzt wollte ich gerne in den Plenarsaal rein, um erstmal so ein bisschen den Leuten die Spur zu stellen und eine kleine Rede zu halten. Können Sie mir da bitte aufmachen, weil da ist noch zu. Da darf doch gar keiner rein. Ja. Normalerweise haben Sie da irgendwie eine Genehmigung hier wissen vom Haus oder was? Ja. Jetzt kommen wir noch mit. Kannst du mal bitte kommen? Schönen guten Morgen, mein Name ist Dr. Udo Brömme, ich grüße Sie. Ich komme aus Düsseldorf und ich bin gerufen worden, es geht darum, wegen dieser Krise, die jetzt zurzeit hier herrscht, hier in Berlin, dass ich ein bisschen nach dem Rechten sehe. Und deswegen wollte ich jetzt gerne in den Plenarsaal rein, um erstmal eine kleine Ansprache zu halten und den Leuten die Spur zu stellen, damit es wieder in der richtigen Richtung weitergeht. Hier ist meine Bestätigung. Ich habe immer mal gehört. Thank you.
So, dann wollen wir mal schauen. Ich habe mit dem Büro von Thierse gesprochen. Ja. Und die sagten mir, ich sollte also wir müssen uns heute morgen absichern, ne? Ja, nee, das ist klar. Ich darf nicht einfach Leute im Plenarsaal lassen. Nee, klar. Nee, und die sagten halt, ich sollte mich hier melden und... Und wie lange bleiben Sie da drin? Das ist nicht lange, ungefähr 10 Minuten oder sowas. Sie gehen aber nicht ans Präsidium, ne? Ja, zum Präsidium. Vielen Dank. Drin. Römer hat übrigens nächtelang an seiner Rede gefeilt. Auch wenn das Interesse der anderen sogenannten Volksvertreter gering zu sein scheint. Er weiß, den gemeinen Bürger auf der Zuschauertribüne hat er auf seiner Seite. Dass es in Deutschland wieder vorwärts geht, dass es in dieser Richtung weitergeht oder vielleicht auch in dieser Richtung. Aber dass wir gemeinsam die Sache wieder schaffen, das ist auch das Wichtigste in der heutigen Zeit. Und von daher gesehen denke ich, hallo, meine lieben Freunde, grüße Sie. Ja, ich denke, Zukunft ist gut für alle, da sind wir uns einig. Und mit diesen Worten sage ich, weiter so, damit Deutschland im 21. Jahrhundert wieder eine Zukunft hat. Dankeschön. Ich habe Sie auf meiner Seite. Da hat er es mal wieder geschafft. Dr. Udo Brömmer hat der Nation den Weg gewiesen und der Dank von Jung und Alt ist ihm gewiss. Wunderbar. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Brömmer in dieser brenzligen Situation ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Kanzler suchen muss. Denn Brömmer weiß, dieser Mann braucht jetzt seine unerbetene Hilfe. Dabei fiel es Dr. Udo Brömmer im Traume nicht ein, die Regierungszentrale nach alter Schröder-Manier zu erobern. Ich will hier rein! Nein, ein Blaulicht aus dem Diskotheken-Zubehörhandel und ein protziger Mietwagen sind da viel hilfreicher. Der Kanzler und Dr. Udo Brömme. Schön, dass es endlich zu einem Gespräch unter Freunden kommen wird. Okay. Mein Name ist Dr. Udo Brömme aus Düsseldorf vom Landtag. Ich möchte gerne zum Bundeskanzler. Haben Sie da eine Information? Nein. Im Moment bitte. Landtag ist Düsseldorf, ja? Schlossplatz. Herr Brömmer ist eingetroffen vom Landtag aus Düsseldorf und hier steht Hans zum Kanzler. Kann ich mal weiterrechnen, Herr Brömmer? Ja. Einen Moment bitte, ja. Das Vorzimmer für Frau Alfred. Grüße Sie, Brömmer hier. Schönen guten Tag. Ich hatte einen Termin beim Kanzler und bin jetzt eingetroffen. Beim Bundeskanzler. Ja, man hat mir gesagt, das hat jetzt mein Büro gemacht, das kann ich Ihnen nicht genau sagen, aber auf jeden Fall war es so, dass ich jetzt um 11 hier vorbeikommen sollte. Da ist aber anscheinend mächtig was schiefgelaufen. Das ist natürlich... Ja. Ich komme aus Düsseldorf. Düsseldorf hierhin. Entschuldigung, mit wem habe ich das Vergnügen? Renate von Alfen. Die Vorzimmerdame. Ah ja. Ja, verstehe. Ich komme mal kurz zu Ihnen hoch und dann schauen wir mal. Ja. Ich gebe mal kurz weiter. Ja? Also. Ja, aber machen wir. Ich bin mal hier. Alles gut. Ob Arbeiterviertel in Bottrop, die Innenstadt von Frankfurt oder Slums in Bangladesch oder die Wohnung von Rainer Kallmund. Dr. Udo Brömmer hat schon viel Schlimmes auf dieser Welt gesehen. Aber dass der Kanzler in einem solchen Elend leben muss, hätte Brömmer niemals gedacht. Schockierend. Tag. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Brömmer. Ja, von Alfen. Hallo. Ja, hallo. Ja, das ist natürlich jetzt eine missliche Situation, ne? Ja. Jetzt bin ich hier. Und das sind Kollegen von das starten wir mal gleich eben aus, ne? Also ich meine, die begleiten mich. Ja, nur gefilmt wird hier nicht. Ach so. Es ist gut, dass hier nicht weiter gefilmt wird. Denn Dr. Udo Brömmer ist zutiefst erschüttert darüber, dass der Kanzler dieses wichtige Treffen verschwitzt hat. Verärgert uriniert Brömmer auf die Auslegeware und verlässt das Kanzleramt unter Absingen schmutziger Seemannslieder. Dr. Udo Brömmer, wir wissen doch alle, wie wichtig dieses Politgenie für die Nation ist. Die Medien glücklicherweise auf jeden Fall. Guten Tag. Einen schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag. Ach, schön, Herr Brömmel, dass Sie zu uns gekommen sind. Aber es ist eine Selbstverständlichkeit. Aber wir können den Doktor weglassen, nicht? Das sind ja beide welche, nicht? Aber natürlich. Entschuldigen Sie den Abzug. Ja, ich bin bereit zum Interview. Wir können, wenn Sie wollen, gleich anfangen. Ja, aber dann ziehen Sie bitte Ihren Mantel erstmal aus, ne? Ja, das werde ich wohl nicht tun. Ja. Doch was wäre für Brömmel ein Berlin-Besuch, wenn er nicht auch mal bei seiner alten Freundin Angela Merkel vorbeischaute? Bei Kaffee und Kuchen ein bisschen Klönschnack halten. Immer noch die Lieblingsbeschäftigung der beiden Polit-Titanen. Mein Name ist Dr. Udo Brömmel. Ich komme aus Düsseldorf vom Landtag. Ich bin da. Ja. Ich habe einen Termin mit der Angela. Mhm. Und ich wollte jetzt gerne mit ihr über ein paar Sachen sprechen, über die jetzt gesprochen werden müssen. Oh, ja, alles klar. Oh, Entschuldigung. Ja, mal vorkommen was. Sie werden abgeholt, müssen Sie einen Augenblick bitte noch Ja, kein Problem. Sie können dann noch einen Moment Platz nehmen. Ach ja. Dankeschön. Ah, da ist ja auch schon der junge Referent von Frau Merkel. Er wird eine große Zukunft vor sich haben. Wenn er bloß seinen Orientierungssinn ein wenig besser im Griff hätte. Mein Name ist Dr. Udo Brömmel, ich grüße Sie. Bender. Hallo, Dachien. Wir hatten gesagt, ja, 3:45. Ja, okay, jetzt muss ich gerade noch mal fragen, denn jetzt beginnt ja eigentlich um 16 Uhr der EVP-Kongress, ja, wo Sie die Rede, die Eröffnungsrede halten. Hm. Das wollen wir ja, ja, dann hat es vielleicht das Büro verbockt. Martini. Der Martini war es wahrscheinlich wieder. Ne? Darf ich nochmal nach Ihrem Namen fragen? Dann Brömmel, Dr. Udo Brömmel. Ich erkunde, ja? Also dieser Martini, der macht mich noch mal wahnsinnig. Brömmels Büroleiter Dr. Martini ist ihm schon länger ein Dorn im Auge. Ja, hat sich das bei Ihnen geklärt irgendwie? Also Frau Merkel sagt, es ist nichts bekannt von einem Termin. Kann es sein, dass es bei Ihnen irgendwie eine Fehlkoordination gab? Eigentlich nicht. Also es ist ein zuverlässiger Kerl. Wenn er mir sagt 3:45, dann stimmt das in der Regel. Es wundert mich deswegen, weil wirklich heute ja Eröffnung ist im Interconti. Und die beiden Fahrer und die Security stehen schon da draußen. Ja. Und dann, also Sie können sich gerne nochmal an die Frau Christiansen wenden, die macht ja die Interviewtermine. Ja, und auch nebenbei eine wunderbare Sendung am Sonntagabend. Oh, alles klar. Ich bedanke mich bei Ihnen. Einfach nochmal unserer Presse. Okay, alles klar. Danke. Ich bedanke mich bei Ihnen. Tschüsschen. Es kann sich eigentlich nur um ein Missverständnis handeln, dass Brömmels Busenfreundin keine Zeit für ihn hat. Und tatsächlich, da ist sie auch schon. Angela, ich bin's. Sag Ihnen. Udo aus Düsseldorf. Hallo. Hallo. Ich bin da. Wir werden es jetzt regeln. Ich nehme die Sachen in die Hand. Tschüsschen. Mach's gut. Ja, jeder sieht. In diesem rauen Politgeschäft gibt es nur wenige Freundschaften, die so innig sind wie die zwischen Brömme und seiner betörenden Parteivorsitzenden. Doch es gilt immer noch, den Kanzler zu treffen. Mal beim Bellevue von Johannes Rau vorbeizuschauen, lohnt da immer. Hallo. Gerd. Gerd? Wir wollten noch reden. Gerd. Dennoch, es war gut, dass Dr. Udo Brömmel mal in Berlin aufgeräumt hat. Die Nation wird es ihm danken. Todsicher. Seit 1988 auf Tournee, meine Damen und Herren. Und jetzt mit ihrem aktuellen 13. Programm. Jetzt mit noch mehr Männer. Das ist die CD und das hier ist das sehr, sehr schön gemachte Programmheft. Herzlich willkommen, die Misfits. Wann hattet ihr Premiere mit eurem Programm? 5. Januar. Also das heißt, ihr habt sogar nicht so oft gespielt? Ne, 6-mal. Ja, und? Wie läuft's? Gut. Ja. Sehr gut. Gut. Ja? Ja, wir spielen ja im Moment nur bei uns zu Hause. Also was heißt nur? Wir sind die ganze Zeit zu Hause. Das ist geil. Da sitzen dann eine Menge Leute, die man kennt. Und dann kriegt man noch mehr Adrenalin als normalerweise. Aber was heißt zu Hause? In Oberhausen? Oberhausen. Ja, wo spielt ihr da? Ebertbad. Und das ist alles ausverkauft natürlich, ja. Oder? Ja. Und wie ist es mit weiteren Tourneedaten? Nur noch Restkarten? Ich weiß halt nicht genau. Also ich glaube, Grugerhalle ist ziemlich fast. Und Westfalenhalle auch ziemlich. Weil jetzt ist ja noch im Moment schön gemütlich, aber dann wird es größer und dann noch München und Berlin und ich weiß es nicht. Ja, wissen wir nicht auswendig. Und dieses Programm, jetzt mit noch mehr Männern. Ja. Das ist was, worüber sich Männer und Frauen freuen eigentlich. Kann man grob sagen, worum es da geht?
grob. Ja, ja. Also der Vorhang geht auf und wir kommen raus als Matta und Lisbeth. Also ich bin Lisbeth, Steffi ist Matta und ich sage, Matta, wie ist es? Ja, dann sage ich, na, muss und selbst. Ja, und dann unterhalten wir uns ein bisschen und dann kommen die Männer, also die Musiker. Fünf. Das sind fünf und dann beschweren wir uns darüber, dass man dann die nicht dranpacken darf, weil die alle Frauenkind zu Hause haben. Ja. Bis auf einen, unser Gitarrist. Der ist noch zu haben. So ähnlich wie der Schlagzeuger, und der Gitarrist ist auch Single. Ja. Noch Single, aber unser Schlagzeuger ist nicht zu haben, ist Privateigentum. Aber wenn man dann den jetzt dranpacken würde, dann wäre das uns doch mit abhängig. Und das geht ja auch nicht. Das never fuck in the factory. Ich weiß nicht, wie ihr Tier handhabt, aber bei uns, wir herrschen da ganz strenge Gesetze. Ja. Und dann singen wir quasi schon, dass wir gerne auch einen anderen Mann hätten. Ne? Ja. Ich hätte so gerne noch einen alten, mal so einen zum Behalten, mal so einen, der mir steht und ich gleich wieder aus der Form geht. So, dann ist das Lied fertig. Dann klatschen die Leute. So, das ist länger, das Lied. Dann reden wir über die Baugleichheit von Männern, obwohl sie unterschiedlich aussehen. Ne? Das ist interessant. Aber ihr seid ja alle baugleich, so gesehen. Ja, und dann über die Baugleichheit von Frauen reden wir auch. Ne? Die sind auch baugleich, die Frauen, obwohl wir alle von Affenopa oder Affenoma abstammen. Und dann reden wir darüber, dass, dass die Frauen den aufrechten Gang erfunden haben. Das dauert dann ein bisschen. Und dann ziehen wir uns um und sind Lara Croft. Ne? Puff. Wirklich diese virtuelle Figur? Ja, wir sind zwei Laras. Aber mit so Titten. Die sind jetzt nicht echt. Nein, das machen wir alles auf der Bühne. Das ist öffentlich. Ganz öffentlich. Also, und unter Mantel. Also wir ziehen uns, also das Badern. Muss man gesehen so, haben natürlich. Dann sind wir Lara Croft und dann Zack, singen wir. Und ich hab nichts drunter und keiner weiß es und keiner hat's gesehen. Nichts drunter oder was heißt es? Nichts drunter oder richtig geile Teile. So, dann gehen wir ab. Dann freuen sich die Jungs, dass die mal unter sich sind. Ne? Ja, und dann, wenn Jungs so unter sich sind, dann fangen die dann an, Jägerlatein zu erzählen. Genau, ne? Dann singen die ein Lied über Jagen. Ne? Ja. Gehen wir heute jagen oder trinken wir noch ein Bier? Baggern wir eine Frau an oder bleiben wir lieber hier? Fragen über Fragen ist uns viel zu kompliziert. Gehen wir heute jagen oder trinken wir noch ein Bier? So, dann sind die damit fertig, dann komme ich als Nora Nölle, Sekundarstufe 2 Lehrerin, erzähl was über Wechseljahre. Ne? Ne? Können Sie uns folgen? Ja. Dauert in echt natürlich ein bisschen länger. Ja. Und dann erzähle ich aber, da ihr jetzt hinter mir habt, dass ich letztens meine letzte Binde beerdigt habe. Und dann singe ich ein Lied, das geht so, ja, feierlich, so. Und dann singe ich ein Lied, endlich weg, nicht mehr 4 Tage im Monat krank und so weiter. Ne? Und dann kommt schon Frau Lehmann-Back. Die Kollegin, zweite Lehrerin dazu, die hat einen ganz schlechten Tag, aber die hat immer einen schlechten Tag. Ja. Und die regt sich auch über orale Inkontinenz auf, ne, dass so die Sprache so missbraucht wird. Und die singt dann, Dieter hat was mit Sabine, Werner hat was mit dem Darm, Petra sucht die große Liebe, Ute immer noch den Charme, Gwendolin hat die Gebärmutter raus, bla bla bla, Gelaber, geh mir weg mit dem Gelaber. Warum erzählt ihr mir so ein Blech? Ist länger, das Lied. Ne? Aber und dann unterhalten sich die beiden Lehrerinnen und kommen dazu, dass die eine möchte gerne den Saxophonisten flachlegen und die andere... Ja, die wäre so, der wäre mir so nach dem Thorsten aus der 11b. Ja, und dann singen wir noch ein Lied darüber. Die spiele ich. Ja, das ist jetzt nur so gesagt, ne? Ja. Und dann singen wir noch ein Lied darüber, dass Lehrerinnen gerne Spaß hätten. Bei den alten Paukern im Kollegium bleibt untenrum schon lange alle stumm. In jeder Pause geben sie sich Alkohol. Das Fleisch wird davon weich und die Birne hohl. Im Lehrerzimmer sind die Hosen tot. Alle haben Lachverbot. Und welcher Mann mit Leidenschaft wurde jemals Pädagoge? Dann kommt der Refrain und dann ist Pause. Ja. Dann ist Pause. Und ist es richtig, ihr habt dann eine Nummer, in der sozusagen Trinker nach dem, was sie trinken, analysiert werden, also nach der Art des Alkohols? Ja, das macht Frau Ablass-Krause. Ja, also das ist auch sehr, das stimmt auch, jedes Wort. Also zum Beispiel Rotweintrinker, ne, das sind alles Feiglinge. Ja, ist das wirklich so? Ja, weil Rotwein verhindert ja Arterienverkalkung, Herzinfarkt, Demenz oder diese ganzen wunderbaren Todesursachen. Das heißt, der Rotweintrinker will den Spaß, ohne den Preis zu bezahlen. Das sind Memmen, ne? Ja. Oder Biertrinker, wer trinkt denn schon Bier, ne? Das sind so Hundebesitzer, die die Kontrolle über das Tier verloren haben. Oder... Ist das wissenschaftlich fundiert? Ja, sicher alles, jedes Wort. Was trinkst du denn? Ich trinke eigentlich Rotwein. Rotwein? Ja. Mhm. Ich eigentlich auch. Ja? Also in Wirklichkeit. Ne? Oder Weizenbier. Ja, das, ne. So eine spezielle Variante. Oder Wodka zum Beispiel, macht keine Fahne. Wodka macht keine Fahne? Macht keine Fahne, das ist was für richtige Alkoholiker. Ja? Das weiß ich nicht. Dass die Schleimhäute das sofort absorbieren. Das macht keine Fahne, Wodka. Da. Ja, super, ne? Oder Grappa, wenn die dann beim Italiener die Mehrzahl auf Italienisch bestellen. Due Grappe, per favore. Ja. Das ist ekelhaft. Ja, das sind die Insider. Due Grappe. Wer will das? Das ist Grappa, ja. Wie ist, aber ich bestell wie ist das auch mit. Ihr habt natürlich auch eine eigene, wie heißt es, Homepage? Wir haben eine Homepage, ja. Und ist da zum Beispiel Getränkewerbung drauf? Nee. Nee, leider nicht. Leider nicht. Wir hätten so gern Eierlikör. Wirklich? Ja. Ja, das stimmt, das liegt aber nicht an uns. Nee. Jetzt ist aber Herr Verporten, ist, glaube ich, ein älterer, distinguierter Herr. Und wir fanden das Huhn so gut, als die mal das Huhn hatten.
Erinnern Sie sich, die hatten mal für Verporten so einen Moon. Das lief eine Zeit lang durchs Fernsehen. Ja. Ja. Und wir hätten so gerne Datun auf unserer Seite gehabt. Ja. Das hätten wir lustig gefunden. Ja, aber jetzt haben die Datun wieder abgeschafft. Ja. Wirklich? Ja. Wahrscheinlich im Marktumfang ergeben, dass das Huhn bei der Zielgruppe nicht ankommt oder so. Ja, ja, so, ja, genau. Und wie ist das? Man kauft auch die Karten dann über eure Homepage? Oder kann man die auch ganz normal am Schalter kaufen? Oder wie ist das? Oder tretet ihr in Kontakt mit euren Fans? Wie war die erste Frage? Ihr habt eine Homepage. Kann man da Karten kaufen? Man kann nicht Karten. Man kann schön gucken, welche Termine, wann, wo sind, ob die ausverkauft sind oder nicht. Dann stehen die Telefonnummern daneben, an die man sich wenden kann, um Karten zu bestellen. Mhm. Ja, aber ich meine, Internet ist doch ein sehr, sehr interaktives Medium. Ich meine, man hat es doch eigentlich, um mit seinen Zuschauern in Kontakt zu treten. Macht ihr das nicht? Ja, wir haben jetzt was ganz Geiles. Das ist eine Großecke. Also das ist eine Großecke. Ne? Die ist rosa. Die ist rosa. Es ist aber nicht schlimm, unsere ganzen Seiten sind rosa. Wir stehen auf rosa. Und so. Rosen. Und ja. Ja, aber jetzt sag. Ja, ich sag doch. Dann lass mich jetzt auch. Also, die Großecke. Also es ist eine Großecke auf den Internetseiten. Und dieselbe Großecke ist auch auf der Bühne. Ja. In echt. Ne? Also nicht in virtuell. Und jetzt kann man im Internet, wenn man jemanden kennt, der meinetwegen übermorgen in der Vorstellung sitzt, kann man an uns schreiben, dass der gegrüßt werden soll. Und dann holen wir den Gruß quasi aus unserem Internet raus und tun ihn in die Großecke auf der Bühne und lesen ihn dann abends vor. Im Laufe der Vorstellung werden so 6, 7 Größe, 8 Größe, je nachdem, wie viel wir schaffen, werden vorgelesen. Das ist ziemlich klasse. Was sind das für Grüße zum Beispiel? Ich habe welche bei. Zufällig? Zufällig habe ich einen Umschlag ausgedruckt. Aber das sind Grüße, die erst für die nächsten... Jetzt nicht, wer begrüßt wird, dann sagen. Nein. Ich sage jetzt mal, zum Beispiel, einer hat geschrieben, willst du den Schwiegerollen locken, liebe Claudia? Sollst du den nicht mit die Misfits schocken? Ja, ne. Aber Claudi macht nichts, weil ist der Ruf erst ruiniert, lebe völlig ungeniert. Also das ist zum Beispiel ein Gruß, den wir dann an dem Abend... Und dann geht unten das Gejohle los, weil der, an den dieser Gruß gerichtet ist, der sitzt unten. Ja, wir fragen auch dann, wo ist die Person. Das ist aber natürlich Voraussetzung, dass der da ist. Ja, das müssen die Grüße ja so geschickt werden. Das wisst ihr aber nicht, das wisst ihr aber nicht, ob der da ist. Ja, wir gehen davon aus, dass die Leute, deren Verwandten in die Vorstellung kommen, dass die wissen, wann die Karten haben. Ja. Oder wenn man zum Beispiel eine Karte verschenkt hat. Das könnt ihr aber dann erst abends auf der Bühne feststellen, oder? Ja, wenn dann nicht, dann geht dann ja nicht. Dann macht ihr auch keine Grüße. Nee. Das könnte auch sehr peinlich werden. Habt ihr schon mal erlebt? Ja, wir lesen ja schon die ganze Zeit Grüße vor. Und wie seid ihr dann so? Lasst ihr dann so Pausen einfach erbarmungslos stehen? Oder was macht ihr dann im Programm? Meistens sprechen die Grüße für sich. Ja. Dann ist das so peinlich, da muss man das nur vorlesen und dann ist das... Aber manchmal ist es auch schön. Ja? Ja. Ja. Wie, wenn man einen schönen Gruß vorliest und sitzt aber keiner unten, der darauf reagiert? Nein, dann ist natürlich nicht schön, dann nimmt man einen neuen. Aber die grüßen oft schöne Sachen. Also die schreiben schön. Manchmal wird auch gereimt. Das ist auch schön. Ja. Wenn die versuchen zu reimen und der Reim endet dann aber so, dass der Reim sich dann doch nicht reimt, dann muss man nicht mehr viel... Dann ist es von alleine. Mhm. Ja. Also wenn das so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann soll während der ganzen Bandtournee quasi durch die ganzen Städte, dass so viele Grüße in dieser Großecke drin sind, dass man dann ständig hin und her grüßt, vom Internet in die Vorstellung und dann vielleicht wieder zurück und so. Das klappt jetzt in den Anfängen schon. Wir probieren es ja gerade mal ein paar Tage aus. Eben. Habt ihr auch einen Computer auf der Bühne? Nein. Nein. Ihr druckt die schon aus? Wir drucken die aus, tun die in unsere reale Grußecke. Ja. Und die wird dann auch von den verschiedenen Figuren also bedient. Ne? Jeder die darf mal im Programm zur Großecke gehen. Sogar gut. Jungs dürfen mal das gehen. Programm heißt Misfits jetzt mit noch, ich will immer sagen, jetzt mit noch mehr Männern. Nein, jetzt mit noch mehr Männern. Mit Männer ohne N am Ende. Männer ohne N. Ja. Jetzt mit noch mehr Männern. Ich danke euch beiden. Toi, toi, toi für die Tournee. Das wird auch anstrengend, ne? Aber ihr seid ja schon lange genug dabei. Auch mit Männern. Auch mit 5 Männern im Hintergrund. Wir haben den Deo geschenkt, das geht schon. Schönen Dank, bis morgen Abend. Gute Nacht. Tschüss.